Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer auf den Tribünen! Vor knapp einem Monat, am 13. November, haben wir das vorliegende Gesetz in der ersten Beratung hier verhandelt. Und meine persönliche Kritik vorneweg, denn die Verhinderung, und da kann ich der Union nicht zustimmen, der Doppelaufsicht durch BaFin und BFJ, die haben Sie nicht berücksichtigt oder ist geändert. Es werden etwa, man sagt, 20 Millionen, vielleicht auch mehr Forderungen aus der Aufsicht der RDG herausfallen, wenn wir eine Doppelaufsicht für die kleineren Inkassounternehmen haben. Und das ist eben keine Stärkung des Verbraucherschutzes. Und das kritisieren auch viele Verbände, liebe Kolleginnen und Kollegen. Staunen musste ich dann doch, und das war dann ja wohl gezwungenermaßen, das Schauspiel ist ja ganz lustig zwischen Union und Herrn Schrodi und SPD. Nun müssen Sie aber von der Koalition doch eigentlich eingestehen, sind Sie wirklich so naiv in den Bundesrat gegangen und haben gedacht, dass dieses verpasste Wachstumschancengesetz in dieser Form durchkommt, Herr Schrodi? Also wenn Sie das bejahen, das müssen Sie ja anscheinend, dann andere Kollegen, Herr Tschentscher beispielsweise, weiß ich mal, bei einem Vortrag hat er gesagt, wir stimmen uns schon ganz gut ab. Das scheint noch nicht mal mehr bei Ihnen zu klappen, denn Sie sind schallend gescheitert im Bundesrat mit diesem Gesetz. Und dann, man staunt ja schon an dieser Stelle, meine Damen und Herren, das muss man sich dann auch mal überlegen, das müssen Sie da oben einfach mal so erfahren, das ist immerhin gut, die Union bringt dann mehrere Änderungsanträge ein, auf die werde ich gleich noch mal kurz eingehen, und eins zu eins, man müsste ja sagen Plagiat oder Copy and Paste, übernimmt die SPD in ihrer Not diese kompletten Anträge und auch die FDP und die Grünen. Immerhin, Sie haben mich vor Weihnachten dann doch einer gewissen Freude ausgesetzt, denn Sie haben also doch nicht eine Lernkurve, die sich asymptotisch der Nulllinie annähert. So ein bisschen drüber liegen Sie in Ihrer Lernkurve, aber das macht mir für das Land auch keine Hoffnung an dieser Stelle. Kommen wir aber zu den Einzelheiten. Bei der Besteuerung der Dezemberhilfe hatte die Koalition völlig daneben gelegen, meine Damen und Herren. Wir haben Sie gewarnt, was jetzt das Wachstumschancengesetz und dieses Einbringen der Anträge angeht. Der Vollzugsaufwand wäre so immens gewesen, er hätte in keinem Verhältnis zu den möglichen Steuereinnahmen gestanden. Sie hätten unsere Finanzverwaltung wieder einmal überlastet. Deswegen wollen Sie in Teilen darauf verzichten. Gut so. Das ist einer der positiven Aspekte. Sie haben den elektronischen Datenaustausch zwischen den Unternehmen der privaten Kranken- und Pflegeversicherungswirtschaft, der Finanzverwaltung und den Arbeitgebern um 2 Jahre verschoben. Auch das ist gut so, weil Sie haben handwerklich einfach grottoid an dieser Stelle gearbeitet, meine Damen und Herren von der Koalition. Und immerhin, auch da haben wir Sie vorgewarnt, was die Zinsschranke angeht. Sie haben es tatsächlich gebracht, einen Vorschlag einzubringen. Das hat der ZIA, das haben auch andere Fachleute gesagt, der vielleicht in Einzelfällen dazu geführt hätte, dass Wohnungsbauunternehmen, Immobilienunternehmen ihre Schuldzinsen nicht mehr hätten in Abzug bringen können. Insolvenz ist, glaube ich, bei Ihnen und bei Herrn Habeck ein Fremdwort. Sie interpretieren es vielleicht anders. Auch hier sind Sie darauf eingegangen, wie beim MOPEC. Auch hier will ich nicht in weitere Einzelheiten eingehen. Auch das ist immerhin gut so. Aber mit all diesen guten Ansätzen, liebe Kollegen der Koalition, haben wir im gestrigen Finanzausschuss auch diesen Änderungsanträgen zugestimmt, weil wir von der AfD eben nicht ideologisch alles, was von anderen Fraktionen hier eingebracht wird, nach irgendwelchen Farbklängen ablehnen, sondern rein nach ihrer Wirkung abstimmen. Wir sind konstruktiv und haben daher diesen Anträgen zugestimmt. Vielleicht sollten Sie da mal mit Ihrer pseudodemokratischen Grundhaltung in sich gehen über die Feiertage, wie Sie mit vielen Vorschlägen hier von unserer konservativen Seite aus umgehen, meine Damen und Herren. Doch nur, weil Sie lediglich in 5 Punkten mal nachgeben, bei vielen anderen Punkten in diesem Gesetz, die Richtung ist richtig, nicht nachgeben, kann meine Fraktion diesem Gesetz in der vorliegenden Form nicht nachgeben, nicht zustimmen. Denn bereinigt haben Sie eben, wie schon gesagt, § 1 Absatz 2 des Zweitmarktförderungsgesetzes nicht. Und insoweit wird meine Partei, meine Fraktion dieses Gesetz ablehnen. Vielen Dank. Das Wort hat Stefan Schmidt für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.